Der in Kirgisistan lebende türkische Staatsbürger Enver Kılıç war auf dem Weg in die Niederlande. In Kasachstan wurde er nicht ins Flugzeug genommen, weil angeblich etwas mit seinen Papieren nicht stimmte. Innerhalb 15 Tagen sollte der Mann deportiert werden. Avukatlarıyla birlikte havaalanına gidiyor. Havaalanındaki görevliler eşimin avukatlarını almıyorlar. Burası uluslararası bölge diyerek onları geri çeviriyorlar. In Kirgisistan ist der Mann aber nie angekommen. Seit 2 Wochen ist über dessen Verbleib nichts bekannt. Seine Frau Birsen hat sich in einer Videobotschaft an die Öffentlichkeit gewandt. Eşimden o günden beri haber alamıyorum. Avukatlar gerekli mercilere başvuru yaptılar ama oradan da bir bilgi alamadılar. Eşimin akıbetine endişe ediyorum. Ihren Appell richtete sie an die Vereinigten Nationen und die kasachischen Behörden. Sie geht davon aus, dass ihr Mann entführt wurde. Kazakistan ve Birleşmiş Milletler yetkililerine sesleniyorum. Lütfen, lütfen bize yardım edin. Eşimin akıbetinden endişe ediyorum.